Gott. Ich will als nächstes meine Gesichtspflege. Es ist aber nicht nur Gesichtspflege. Es sind ein paar Masken auch dabei. Eigentlich wollte ich das ja beim Maskensammlungsvideo dazu tun. Aber ich würde es sicher vergessen, also tue ich es da dazu. Ich fange auch gleich mal an, weil das ist ziemlich viel. Ich habe ja euch vor kurzem erst meine Reinigungsbücher gezeigt. Ich habe jetzt nur noch die drei, habe ich gesehen. Nicht viel, wenn ihr mich fragt. Früher habe ich immer gebunkert und jetzt irgendwie kriege ich das nicht hin. Dann habe ich auch nur zweimal von meinen Augen-Make-up entfernt. Vielleicht kann ich meinen Vater überreden, dass wir kurz zum Hof verdüsen. Ich brauche die. Oh Gott. Ich brauche die wirklich. Dann, die habe ich ja vor kurzem gesucht und ich habe vor kurzem in irgendein Video gejammert, dass ich die nicht finde in meinem Kasten. Was ist? Ich hole mir aus und ich habe sie gefunden. Ich werde sie mir auch rauslegen. Ich habe gewusst, dass ich die noch irgendwo gehabt habe. Jetzt habe ich mir ja die von der Müller-Eigenmarke gekauft und jetzt habe ich die von dem auch nochmal gefunden. Das heißt aber, ich brauche mir eine Weile lang keine mehr kaufen. Ich versuche das ein bisschen weiter wegzuhalten. Das ist von Elisabeth Arden eine Reinigung. Ich habe die ja schon mal im Kleinen aufgebraucht und ich habe euch gesagt, dass ich davon den Duft nicht so mag. Ich habe aber nicht gleich nachgedacht und habe sie mir sofort beim Tiki Max in groß gekauft, wie ich sie gesehen habe. Sie ist nicht schlecht, aber der Duft ist halt kacke und es spiegelt voll die Verpackung. Dann habe ich hier eine Maske. Die mag ich total gern. Das ist diese Freeman Clay Mask. So sieht die aus. Die ist von Klein Hauxdorf. Dann habe ich hier noch eine Maske von Hildegard Brockmann, die habe ich mir damals unbedingt einbildet. Das ist die Green Smoothie Mask. Ich sollte wirklich mal mehr von meinen Tuben aufbrauchen, weil ich habe wirklich sehr viele Masken. Von Juvena habe ich nämlich auch eine Maske, die habe ich mal damals auf einer Schulung bekommen. So sieht die aus. Ja, die soll so einen Soforteffekt haben. Ich habe sie jetzt bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber die soll wirklich so einen Soforteffekt haben. Die habe ich mir damals reduziert gekauft, da war ich so stolz drauf. Die hat 44,99 € vorkostet und dann, wie ich sie gesehen habe, hat sie nur noch 22 € gekostet. Ich glaube, an den Tiki Max Haul kann sich jeder noch erinnern. Das ist von Elisabeth, nein, nicht Elisabeth Arden, Estée Lauder eine Maske. Ja, die hat sogar so einen Cremespatel dabei. Also echt, echt schick. Habe ich auch leider noch nicht benutzt. Ich kann euch mal die Verpackung von vorne zeigen. So sieht die aus. Habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, also kann ich euch nicht sagen, wie ich sie finde. Dann habe ich hier so ein paar kleine Sachen. Das ist aber nicht nur... Da ist auch zweimal eine Bodylotion drin, sehe ich gerade. Ja, ein Micellenwasser, ein Make-up-Entferner von Reval de Loop, ein Gesichtswasser schon wieder in kleiner Größe, eine Duschcreme in kleiner Größe, eine Bodylotion in kleiner Größe, alter Schwede. Und zweimal noch ein Reinigungsgel. Moment, ich zeige euch das gleich. Zweimal habe ich noch ein Reinigungsgel von Yves Rocher. Das habe ich mir eigentlich aufgehoben fürs Reisen, aber eigentlich kann ich es eh verwenden, weil ich glaube, ich werde eh nie reisen. Da, Hydro Vegetal heißt die Serie. Eins werde ich mal gleich rausnehmen. Und das andere hebe ich auf. Vielleicht reise ich ja doch irgendwann einmal. Irgendwann mal. In Jahrzehnten. So, also das ist so ein Mini-Reise-Ding. Das habe ich mir mal zusammengestellt, weil, ja. Was ich noch habe, das könnte ich eigentlich auch da gleich reintun, ist von Lancaster ein Refreshing Cleansing Jelly. Das habe ich auch in groß zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Gebe ich auch da rein, weil das gehört ja eigentlich dann dazu. Ich habe es in groß jetzt aktuell in Verwendung und ich mag es echt gern. Dann habe ich von Elisabeth Arden die Kapseln als Backup. Spiegelt ganz schön. Das sind halt nur die großen jetzt. Die für die Augen habe ich aber auch. Ich weiß nicht, ob ich die eher erwische. So, das sind die. Die habe ich euch auch vor kurzem in einem Tiki Max Haul gezeigt. Das sind die da. Die kleinen sind das. Ja, mag ich auch sehr, sehr gern. Nur meine schauen noch ein bisschen anders aus. Aber ich hoffe, die tun beide dasselbe. Ich habe ganz vergessen, dass ich das habe. Das ist ein Reinigungspuder von Déclaré. Das mag ich so, so gerne. Das habe ich mal als Probe gehabt und einmal in klein. Ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt. Ich habe komplett vergessen, dass ich das noch habe. Wie behindert kann man sein? Dann habe ich noch zweimal als Backup die Peeling Pads. Zweimal als Backup. Ich habe echt einen Schaden an. Von Elisabeth Arden natürlich. Oh, dann habe ich noch eine Reinigung von BB. Ja, die Frage ist nur, ob ich das jemals verwenden werde. Ein Waschgel ist das. Aber da gab es eins, das hat ja urgeil gerochen, aber ich glaube, das ist nicht das.
Oh, es riecht aber auch gut. Normalerweise mag ich kein BB, aber ich habe das geschenkt bekommen, also warum soll ich es nicht verwenden? So, dann habe ich ein Gesichtswasser von Clinique. Habe ich mir vor kurzem selber gekauft. Noch Freeman-Masken habe ich da. Das ist die Dead Sea Mineral Mask. Nein, Blödsinn, das ist eine Reinigung. Ha! Das ist eine Reinigung von Freeman. Das ist aber dann noch eine Maske, also Clay Mask Scrub. Ich könnte es auch als Peeling verwenden, weil ich habe keins mehr. Ich habe nur noch das von Tony Moly, was ich aktuell in Verwendung habe. Und mit dem gehe ich sehr sparsam um. Aber wenn ich das noch als Ersatz habe, dann geht's. Dann habt ihr ja vor kurzem noch in meinem Haul gesehen, ein Backup von den Entferner von MAC. Dann habe ich noch von... Ich glaube, das ist ein Serum. Machen wir das mal auf. Ich glaube, es ist ein Serum. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kaufe Sachen und weiß es nicht einmal. Leute, ich sag's euch. Es ist von Lancaster. Das habe ich beim TK Maxx reduziert. Kauft um 13 Euro statt um 17. Und zwar, ich glaube, es ist ein Serum. Ja, es ist ein Serum. Day Shield. Also ein, so ein hoher UV-Schutz ist es. Kein Serum in dem Sinn, sondern ein großer, also hoher Lichtschutzfaktor. Ich hoffe, ich vergiss das nicht. Weil ich habe ja noch das, den Stick in Verwendung von Elisabeth Arden. Und den wollte ich eigentlich wieder haben, aber wenn ich das noch habe, brauche ich mir den Stick dabei nicht kaufen. Dann habe ich so kleine Größen von Biotherm. Das ist einmal die Live Plankton Sensitive Emulsion. Das ist so eine Pflege, die man auch für die... Oh Gott, da ist so staubig, Leute, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist eine Pflege, die man auch unter den Augen verwenden kann. So sieht die aus. Die gab es eine Zeit lang nicht. Jetzt haben sie es aber wieder neu ins Sortiment aufgenommen. Ich weiß aber nicht, warum. Die gibt es nämlich original im Bummspender. Ich finde das gut, dass man die auch für die Augen verwenden kann. Ich habe es aber, wie gesagt, noch nicht probiert. Dann von Skin Oxygen. Das ist das Konzentrat, also das Serum. Das müsste ich aber zweimal haben. Ja, ich glaube, eins habe ich geschenkt bekommen. So. Ja. Dann, das habt ihr vor kurzem auch in einem Video gesehen, habe ich mir diese Drops da gekauft. Brauche ich eigentlich gar nicht aufmachen. Diese Clarins Drops von TK Maxx. Also das meiste kaufe ich mir eigentlich beim TK Maxx, wie ihr seht. Dann habe ich hier diese Superstart Booster von Elisabeth Arden. Ich habe jetzt nochmal gehört, dass es kein Serum ist, sondern dass man das als Zusatz noch verwenden kann. Und ich habe irgendwie überlegt, ob ich das bald benutzen soll. Ich habe nur keinen Platz in meinem Badezimmer, das ist boom voll mit lauter Pflege. Aber... das kann man als Zusatz noch zusätzlich verwenden. Das wäre vielleicht am Abend nicht schlecht, weil am Abend braucht meine Haut immer mehr Pflege, habe ich das Gefühl. Dann habe ich hier von Elisabeth Arden mein letztes Serum. Ich weine, ich habe es vor kurzem eins aufgebraucht, weil ich habe da bettelt, dass ich das haben darf, weil das ist noch komplett voll, wie ihr seht. Und das andere, da war der Pumpspender kaputt und ich konnte das natürlich nicht verwenden, das hat mich so aufgeregt. Und da ist der Pumpspender jetzt ausgetauscht. Ich habe das andere nämlich aufgebraucht und habe den alten Pumpspender auf das aufgebrauchte dann und da den neuen draufgeschraubt. Ja, ich liebe das Produkt, ich glaube, ihr wisst das. Ich habe jetzt aktuell eine Probe in Verwendung, weil ich die Proben noch leer machen will. Ich habe nämlich noch zwei, glaube ich. Ja, dann habe ich hier eine Augencreme von Marbert. Bin gespannt, wie die ist, weil ich habe noch irgendwo eine Marbert Augenpflege. Ich weiß aber jetzt nicht, wo. Ist ja wurscht. Werden wir gleich finden. Dann habe ich hier noch ein Micellenwasser von Terra Naturi. Das wollte ich nämlich unbedingt ausprobieren, weil ich finde die Größe recht okay. Also meines, glaube ich, von Infoshi gibt es nämlich nicht mehr. Ich habe das letzte Mal nach schon vergessen. Ich gebe es offen und ehrlich zu, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Dann habe ich hier von Tony Moly diesen Pocket Bunny Sleek Mist. Sollte ich vielleicht auch mal benutzen. Ja, kommt, müsste da eigentlich in meine Bunny-Sammlung kommen. Dann habe ich hier eine Pflegecreme, das ist von den beiden Jungs, die mir mal ein Paket geschickt haben. Da habe ich jetzt aktuell die Dube in Verwendung und ich liebe dieses Ding. Also das riecht sowas von geil, die Pflege. Ich finde die voll cool, die Pflege. Also mir gefällt das total gut. Ich habe jetzt auch bald meine Klinik-Nachtpflege leer, deswegen werde ich dann das als nächster verwenden. Da ist nur leider nicht so viel drin und ich weiß nicht, ob euch das jetzt herzeigen kann. Ja, da ist halt irgendwie nicht so viel drin. Aber das macht nichts, weil dann kriege ich es schneller leer. Die würde ich dann nämlich aus... Oh, das riecht so gut. Weil das ist nämlich mit Granatapfel und die riecht so gut und ich freue mich schon, die zu benutzen. Wirklich, freue mich wirklich schon drauf, die zu benutzen. Das finde ich nämlich wirklich ein gutes Produkt. Die andere mag ich auch, weil man braucht nicht viel davon, aber das finde ich auch schon sehr, sehr gut. Die ganzen Sachen sind so staubig, das macht mich fertig. Dann habe ich hier die Biore No Stripes.
Die werde ich jetzt ins Badezimmer geben, weil ich habe meine anderen nämlich aufgebraucht. Die von Motan de Jeunesse, Gott sei Dank. Das war ja eine Qual. Oh, müsste ich eigentlich in dieses Mini-Sackerl noch dazugeben? Das ist ein Mini-Augen-Make-up-Entferner von Lancôme. Ich glaube, den habe ich auch zu Weihnachten in einem Set gehabt mit der Mascara. Dann habe ich eine Reinigungsmilch von Yves Rocher, die Pure Camille. Ich habe nämlich meine noch und ich das langsam bitte. Das ist mein Backup. Oh, dann habe ich noch eine Maske. Aber das ist ja eine Peel-Off und von der habe ich ein bisschen Angst. Ich wollte die aber unbedingt haben wegen der Duftrichtung. Und so sieht die aus. Auch von Freeman wieder. Ich habe so viele Freeman-Sachen gekauft das letzte Mal, wie wir dort waren. Dann habe ich hier ein, ja, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Das habe ich eine Zeit lang ins Make-up gemischt. Ich habe da, glaube ich, noch irgendwo ein paar Proben rumfliegen. Ich müsste mal gucken und das wieder aufbrauchen. Ich habe auch überlegt, meine Abteilungsleitung zu fragen, ob sie mir das andere reduziert, damit ich das kaufen kann. Ja, weil das gibt es nicht mehr. Das wird dann aufgelassen. Dann habe ich hier noch eine Yves Rocher-Creme, die ich ja fürs Dekolleté verwenden will, obwohl ich da sehr eingremvoll bin in letzter Zeit. Dann habe ich hier eine Lancôme, das ist die Visionär, nur verbessert. Die Visionär ist eigentlich schon gegen Falten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber ich glaube, die ist schon gegen Fältchen. Sorry, wenn ich das nicht weiß. Ich weiß, viele wollen immer wissen, für was was ist, aber ich kann mir das nicht merken. Dann habe ich hier noch die Lancôme Augencreme. Ich habe viel Augenpflege jetzt. Erst habe ich gejammert, ich habe nichts und habe mir extra was gekauft und jetzt habe ich wieder zu viel. Das ist die von Lancôme, die Genifique. Die ist einfach nur verbessert worden. Die soll gegen Tränensäcke helfen, gegen Augenschwellungen. Ja, und Fältchen. Aber man kann sie schon ab meinem Alter auch benutzen. Also man muss da nicht jetzt warten, bis man irgendein Alter erreicht hat, sondern man kann sie schon auch in dem Alter verwenden, so ab. Ja, ich bin jetzt 28 zum Beispiel. Also man kann sie jedes Alter verwenden. Die Genifique-Serie ist generell so, dass man die immer als Zusatz noch benutzen kann, weil die eher die Jugendlichkeit erhält. So, ich hoffe, euch hat das jetzt was gebracht. Dann habe ich hier von Marbet noch einen Tester. Ich hoffe, der ist noch okay. Ich hoffe es wirklich. Die will ich unbedingt als nächster probieren, wenn meine Klinik leer ist und die wird bald leer. Ja. Kann ich... Ich kann schon was dazu sagen. Angeblich soll das Produkt die Wimpern noch zusätzlich verlängern. Ich habe eine Probe mal gehabt und ich war nicht so zufrieden damit. Aber ich glaube, im längeren Zeitraum bin ich gespannt, wie das ist, wenn das wirklich die Wimpern verlängert. Aber das werden wir ja dann noch sehen. So, dann habe ich hier noch ein Serum. Das habe ich von einer Schulung bekommen. Das sieht so aus, von Biotherm. Jetzt kommt ganz viel Biotherm, weil ich Biotherm liebe. So sieht es aus. Das muss man vorher schütteln und dann kann man es verwenden. Das ist aus der neuen Skin... Nein, da steht Aquasource. Ah, da gibt es eine neue Serie, die eben diesen Glow-Effekt macht. Da gibt es eine Creme und eben das Serum. Die Creme habe ich auch. Nur weiß ich jetzt nicht, ob ich die da... Ich bin gut. Oder ist das jetzt die? Cooling Gel. Oh ja, ich glaube, das ist, ja, Clean Glow. Das ist das. Ich meine, die Verpackung sieht so bei mir aus, weil ich die ja von Schulungen kriege. Die soll eben diesen Glow hervorheben oder beziehungsweise einen Glow zaubern. Ich mache sie jetzt nicht auf, weil ich das nicht mag. Die heißt Skin Oxygen, die Serie. Cooling Gel. Das ist eher so eine Gelcreme, ist das. Die würde ich eher im Sommer verwenden, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich ja trockene Haut habe. Also ich brauche jetzt eher was Reichhaltigeres. Dann habe ich noch von der Blue Therapy Serie, das ist eigentlich schon Anti-Aging, aber ich habe die Multi-Defender mit Lichtschutzfaktor 25. Eigentlich wollte ich die auch im Sommer verwenden, weil die Textur ist für normal bis Mischhaut. Und ich glaube, dass das mir zu wenig sein würde und ich die auch unter mein Make-up tragen kann, besonders wegen dem hohen Lichtschutzfaktor. Oh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe ja noch ein Reinigungsgel, das bin ich so verliebt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals aufbrauchen will. Das ist nämlich von der Marke Holika Holika und das habe ich von TK Maxx. Ich habe da leider keinen Preis mehr drauf. Keine Ahnung wieso. Aber das ist dieses Aloe Facial Cleansing Form. Und ich, ja, ich will das nicht verwenden. Ihr seht ja, das ist so eine Aloe Vera Pflanze. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Aber ich will es nicht benutzen. Klingt irgendwie behindert, aber ich will es nicht benutzen. Jetzt habe ich noch drei Pflegen und dann sind wir fertig. Halleluja. Also, einmal habe ich die Aquasource Evernight. Na warte,
Everplump Night. Nicht Evernight Plump. Everplump Night. Oh Gott. Das ist so eine ganz schwarze Pflege, die man aber auch, ich zeig's euch mal von nahen, ich mache sie jetzt nicht auf, weil ich habe die ganzen Sachen noch nie offen gehabt und ich will nicht, dass die mir kaputt werden, weil ihr seht ja, wie viel Gesichtspflege ich habe. Aber die kann man auch als Nachtmaske verwenden. Das ist so ein richtiger Feuchtigkeitsbooster. Und den Namen Everplump hat die Creme. Ihr müsst mal in ein Geschäft gehen und die ausprobieren, wenn ihr da euch ein Stückchen rausnehmt. Das hat so eine glitschige Konsistenz und so richtig eine bouncende, ich weiß bounce nicht auf Deutsch. Ist das blöd, wenn ich das nicht auf Deutsch weiß? Ihr müsst auf jeden Fall in ein Geschäft mal gehen und die ausprobieren. Ich finde, das hat so einen lustigen Effekt. Und ich freue mich schon, wenn ich die verwenden kann. Ich glaube aber, wenn die leer wird, werde ich heulen wie ein Baby, weil ich die Pflege so gern mag. Dann habe ich noch die Creme in Öl. Die ist für jeden Hauttyp, aber ich würde die eher für den Winter verwenden. Ich habe vor kurzem mit meiner Arbeitskollegin auch drüber geredet. Sie hat auch gesagt, sie würde die eher im Winter verwenden. Also jetzt zu der Zeit zum Beispiel. Ich bin echt gespannt, wie die ist, weil ich mag die Creme- und Ölsachen eigentlich ganz gern. Bis auf das Serum, da war ich ja nicht so begeistert davon. Das haben wir nämlich dazu bekommen und das fand ich nicht so gut. Das habe ich nämlich schon aufgebraucht. Aber auf die Creme bin ich echt gespannt. Auf die bin ich wirklich gespannt, weil die kaufen auch sehr viele Leute. Ja, das ist das Aquasource Gel, was ich gemeint habe, wo ich das Serum habe. Oder? Rede ich da zum Blödsinn? Nein, das war ein Blödsinn. Das ist das normale Aquasource Gel. Ich weiß nicht, ob ihr früher die kannt habt, wie die vorher ausgeschaut hat. Ich glaube, die hat eine andere Farbe gehabt. Die war so leicht bläulich. Und jetzt haben die die Verpackung eben so auf grün umgestellt. Ja, die ist jetzt nicht so wirklich für meinen Hauttyp. Die ist eher für normal bis mischhaut. Aber ich glaube, ich würde die auch dann eher im Sommer benutzen, weil es ein Gel ist. Und ich glaube, als Make-up-Unterlage reicht die vollkommen aus. Reicht die sicher vollkommen aus. Ja, ich habe wirklich viel Zeug, ich weiß. Ihr braucht es mir nicht sagen, ich weiß es. Aber Bioderm ist, seht ihr selber, ist meine, nicht nur, weil ich so viel von den Schulungen bekomme. Schande. Bioderm ist einfach meine Lieblingsmarke und ich glaube, wenn ich nicht so viel kriegen würde, würde ich es trotzdem nachkaufen, obwohl Bioderm echt sau teuer ist. Nur bei Bioderm habe ich das Problem, dass ich noch nicht weiß, bei welcher Pflege ich bleiben würde. Deswegen möchte ich noch weiterhin ausprobieren und dann einmal gucken, bei welcher ich dann bleibe. Ich habe ja noch sehr viele zum Ausprobieren, also ich komme mit einer sehr, sehr lange aus. Und ja, auch Lancôme mag ich eigentlich sehr gerne, aber nachkaufen würde ich mir eher Bioderm. Würde ich eher sagen Bioderm. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich da so viel Blödsinn gelabert habe. Wenn ihr noch irgendeine Frage habt wegen irgendeiner Pflege, dann könnt ihr mich das gerne fragen. Ich wollte das jetzt nicht so, dass es den Rahmen sprengt. Im aufgebrauchten Video rede ich meistens eh dann mehr darüber. Über die Pflege, die ich dann aufgebraucht habe. Aber jetzt in dem Video würde das so den Rahmen sprengen. Ich hoffe, dass diese kleinen Einzelheiten haben euch gereicht. Falls euch noch irgendwas interessiert, könnt ihr mir das gerne schreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!